Einen wunderschönen guten Morgen aus Hinsbeck. Wir sind heute beim Olympiacamp der Sportjugend NRW namens Be United. Hier treffen sich 111 junge engagierte Ehrenamtler, um sich auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio vorzubereiten. Wir treffen gleich Nico, Hanna und den Paul. Alle drei sind junge Engagierte in ihrem Verein. Und dann schauen wir mal, was sie dieses Wochenende erlebt haben, was wir heute noch so erleben. Auf geht's! Ja, setz dich einfach auf die durchaus seriöse Bank hier. Hoffentlich bricht sie nicht. Ja, Nico, was ist heute hier los? Was hast du dieses Wochenende so erlebt? Ja, wir sind hier mit fast 120 jungen Ehrenamtlichen und Sportlern und bereiten uns auf die Olympischen Spiele in Tokio vor. Ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Also wir machen ein paar Workshops. Auch so, was so diese japanische Schwertkämpfe angeht, das Trommeln, aber auch einfach so Teamaktionen wie eine Nachtwanderung oder auch gemeinsame Sportwettkämpfe in der Sporthalle. Warum ist es wichtig, junge Ehrenamtliche hier zu treffen und sich mit denen zu vernetzen? Ich finde es erstmal wichtig, die Leute kennenzulernen, mit denen man dann im Endeffekt auch nach Tokio fliegt. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch wichtig, was mitzunehmen in die eigenen Vereine. Wie arbeiten die Jugendlichen in anderen Vereinen? Machen die Projekte, die man eventuell abkupfern kann und bei sich umsetzen kann? Und einfach da auch so ein bisschen was mitzunehmen. So, jetzt wird es nicht so sportlich, aber dafür ziemlich musikalisch. Ich gehe jetzt in den Taiko-Workshop, wie ihr es vielleicht im Hintergrund hört. Das sind, wie ich sehen kann, ziemlich große Trommeln. Und da treffen wir jetzt die Hanna und gucken einfach mal, wie musikalisch ich bin und ob ich das auch hinkriege. Ich bin Hanna, ich bin 18 und komme aus Düsseldorf. Ja, wie man jetzt merkt, du hast einen japanischen Hintergrund. Du fährst ja dann nächstes Jahr mit nach Tokio zu Olympischen Spielen. Welche Erwartungen hast du denn? Also ich glaube, es wird sehr voll und ich finde es interessant zu sehen, wie die Stadt sich so verändert durch die Olympischen Spiele, wie viel offener sie vielleicht ist, dadurch, dass sehr viele Menschen aus anderen Ländern auch plötzlich da sind und genau, auch die Sportstädte, wie die aussehen. Ja. Was würdest du sagen, nimmst du von diesem Wochenende mit nach Hause oder eventuell auch sogar in deinen Sportverein? Auf jeden Fall kann ich von den unterschiedlichen Sportarten berichten, die ich getroffen habe, aber auch wie diese Workshops waren auch ganz interessant. Wir hatten zum Beispiel auch einen Nachhaltigkeit-Workshop. Ich hoffe, es ist nicht allzu nass. Theresa, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer du bist, wie alt du bist und was du so ehrenamtlich machst. Ja. Darf ich das selber nehmen? Brauchst du nicht. Ich frage die Frage einfach direkt nochmal. Vielleicht klären wir das kurz vor. Neben dem sportlichen Aspekt haben wir gerade auch zusammen den Workshop so ein bisschen gemacht. Findest du es wichtig, dass man auch, sag ich mal, einen Theorieteil hat und nicht nur auf Sport aus ist? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade bei sowas wie Olympia, was ja auch einfach ein viel größeres Thema ist als nur der Sport, weil da viel mehr dahinter steckt, ist es auf jeden Fall wichtig. Ich war jetzt heute Morgen noch in einem Workshop, da ging es halt um das japanische Sportsystem und damit befasst man sich einfach sonst nicht. Und ich glaube, dafür ist es gerade wichtig, sowas zu machen. Und ja, man bekommt es hier ja echt auf dem Silbertablett serviert, wie es alles abläuft in Japan, und das ist schon echt gut. Warum ist es deiner Meinung nach wichtig, dass es solche Camps wie das hier gibt, dass sich junge Menschen, junge Ehrenamtler untereinander austauschen können? Ja, es ist schon wichtig, finde ich, als Ehrenamtler ein Netzwerk zu haben sozusagen, dass man Leute kennt, die durch ganz NRW verteilt, die kommen wirklich von überall her. Es ist wichtig generell, wenn junge Menschen sich zu aktuellen Themen vielleicht austauschen, und das ganze Camp steht ja unter dem Motto Be United. Also es geht auch darum sozusagen, Olympia ist die olympische Idee, dass die verschiedenen Nationen der Welt sich sozusagen friedlich miteinander messen können, und das soll ja natürlich dann auch darauf vorbereitet, ne, weil während Olympia gelebt werden. Das war's von uns aus Hinsbeck. Ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen.
Das ganze Wochenende hat sehr, sehr viel Vorfreude für Tokio 2020 ausgelöst. Viele junge Engagierte auf einem Raum, super Netzwerktreffen, sehr viel Sport gemacht mit Kendo und Taiko. Und beim nächsten Mal schaltet ihr hoffentlich wieder ein, wenn ich vielleicht was machen muss, was ich überhaupt nicht kann, mit vielen Ehrenamtlern aus NRW. Bis dann, ciao. Man hat eine unterschiedliche Kultur in Japan, wenn wir dann dahin fliegen, die natürlich auch ganz andere Gepflogenheiten haben, was Höflichkeit angeht, was Respekt angeht. Und ich glaube, das Camp bewirkt auch einen gewissen Teil an Toleranz, den man hier nochmal zusätzlich gewinnt.